Jesus nimmt das Holz auf. Hilf mir mal. Hallo ihr Lieben, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Shadows of the Tomb Raider. So, wir machen jetzt mal hier bei der Hauptquest weiter. Dazu muss ich genau hier hin. Ah ja, das ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. 7 Schritte näher zu Gott. Eine Broschüre über die Station des Kreuzwegs, das eben gerade stand. Wie in einem Mausoleum. Dann sind wir hier wohl richtig, oder? Jonah, ich spüre was. Wir sind nah dran. Suchen wir nach Zeichen von Lopez. Das hier wurde von dem Gründer der Sekte der Sieben geschrieben. Es geht dabei um Geldmittel für die Renovierung in der Bibliothek. Gut, da gucken wir uns hier mal um. Mal ein bisschen. Hier ist etwas. Kann man mal kaputt hauen hier. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Unter den Flügeln. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Gut. So, da muss ich mich hier nochmal ein bisschen mehr um. Oh, was ist das denn hier? Ein Reiher und eine Eklipse. So, das hatte ich ja eben gerade schon. Da ist auch noch was, das gucke ich mir gleich an. Aber ich will nochmal nach oben gehen. Vielleicht ist da ja auch noch irgendetwas, was man sinnvoll ist, so wie hier zum Beispiel. December 16, 1603. Als mich Lopez heute Morgen weckte, hatte er bereits ein spartanisches Frühstück zubereitet. Das hier ist unsere Bestimmung, sagte er mit einer kalten Entschlossenheit in der Stimme. Verglichen mit seinem gestrigen Verhalten war er wie ausgewechselt. Ich beendete mein Mahl, während er über göttliche Gerechtigkeit und seine eigenen Fehler sprach. Nun jedoch hätte ihm Gott die Hände auf die Schulter gelegt und ihm den Weg gezeigt. Von dieser kleinen Mission aus werden wir das wahre Wort Gottes verbreiten, sagte er und zeigte auf ein Lehmgebäude direkt hinter den Steingesichtern. Wir werden dem Auserwählten den Weg bereiten, denn nur derjenige, der ihn beschreitet, wird dieser Schatulle würdig sein. Nun gut. Oh, was ist das denn hier? Jonah, hier steht, dass ein Fremder die Mission besucht hat. Er hat die Sekte der Sieben gegründet. Vielleicht war das Lopez. Wie auf dem Flugblatt. Wir müssen dicht dran sein. Wir sollten weitersuchen. So, mit den Trümmern hier, nehmen, kann man ja nichts mehr mit anfangen. So, jetzt will ich nochmal hier hinten rum gucken. So, hier ist auch nochmal was. Diese grobe Skizze zeigt den heiligen Johannes, der einen Dämonenangriff zurückschlägt. Möglicherweise war diese Szene für eines der Fresken in der Mission gedacht. So, und da drüben war ja auch noch mal was. Ach.
Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Jonah, die zwei Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Was bedeutet das? Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. So, mal gucken, ob hier in dem Raum hier noch irgendwas... Hier ist auch noch mal was. Eines Tages kam Bruder de la Cruz aus dem Dschungel und hauchte der Mission neues Leben ein. Wir waren nur zu dritt, als er eintraf, und Schwester Dorothea war wochenlang krank gewesen. Schon am ersten Tag machte er sich mit seinem Begleiter an die Arbeit. Eine Woche später hatte de la Cruz schon 3 Dutzend Arbeiter angeworben. Sie haben den Glockenturm instand gesetzt und bestellen die Felder, damit wir uns selbst versorgen können. Nachdem wir hier draußen so lange allein gewesen waren, hatte ich schon befürchtet, Gott würde unsere Gebete nicht mehr erhören. Doch er hat uns erhört und jemanden geschickt, der sein Werk vollbringt. Na, ja, wenn das alles mal so wahr ist für die ganzen Geschichten mit Gott und hier und da, ich weiß nicht, also. Tardaremos eternidades. ¿Cuántos años? Un paso a la vez. Wer redet denn da? Steingesichter beweinen, Jesus auf seinem qualvollen Pfad. Zu viele starben und weitere folgen und weitere folgen und weitere folgen. Sein Licht weist den Weg. Ups. So, da haben wir jetzt irgendwie so ein... So, hier kann ich jetzt nichts mehr machen, ne, oder? Ist hier noch irgendetwas? Nee. Aber wer hat da eben gerade geredet? So, hier war ja jetzt etwas. So, Moment mal, hier hinten ist ja noch mehr. Sehe ich gerade, hier zum Beispiel. Als ich die Tür schloss, herrschte eine derart gewaltige Stille, dass ich den Atem anhielt, um sie nicht zu durchbrechen. Lopez wandte sich zu mir um, mit wildem Blick und einem entrückten Lächeln im Gesicht. Er kam mit ausgestreckten Armen auf mich zu und einen kurzen Moment lang ergriff mich Furcht. Dann umarmte er mich und seine Finger gruben sich in meine Schultern. »Ich habe sie gefunden«, flüsterte er mir ins Ohr. Er ließ mich los und schritt durch den Raum. Wände aus reiner Jade, die bis in den Himmel reichten, vollständig bedeckt mit kunstvoll gearbeiteten Mosaiken und gemeißelten Figuren. Ich folgte ihm mit einigem Abstand, als er sich einem Altar näherte und sah zu, wie er dort eine silberne Schatulle an sich nahm. Das ist unter Garantie die Schatulle, die Trinity und auch die ich jetzt hier so verzweifelt suche. Die anderen befürchten, Bruder de la Cruz und Bruder Serrano werden nicht zurückkehren. Ich habe bislang darauf beharrt, dass sie stets zurückgekommen sind und es auch diesmal tun werden. Doch inzwischen wächst auch in mir die Sorge, wir könnten sie nie wiedersehen. Und dieser Gedanke erfüllt mich mit Trauer. Wir werden ihr Werk fortsetzen. Entweder kehren sie zurück und sehen, dass wir ihre Lehren nicht vergessen haben, oder sie blicken aus dem Himmel auf uns herab und segnen uns für unsere Beharrlichkeit. Gut, ist denn hier noch irgendetwas, was ich... dem ich irgendetwas anfangen kann? Hier hinten vielleicht? Nee, gut. Dann machen wir uns das hier mal das Eingemachte. Oha! 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 Das finde ich aber mal ein Kreuz. Das Kreuz sieht aus wie aus dem 17. Jahrhundert. Ist es von Lopez? So, Moment mal, jetzt habe ich hier alles, den Reiher und die Eklipse finden. Okay, Reiher und Eklipse finden, alles klar.
So, das ist denn jetzt aber hier. Ah, jetzt kann ich hier nochmal was reinhämmern. Eine komplette Wandmalerei. Oha. Vera Cruz, das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Das ist die Schatulle. Daran gibt es keinen Zweifel. Da, Jesus nimmt das Kreuz auf. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Aber es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur 7 Stationen. Das dürfte zu Lopez' Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja, absolut typisch für ihn. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Ja, das Kreuz habe ich jetzt schon. Wenn wir die Schatulle finden, wie kriegen wir den Schlüssel von Dominguez? Uns fällt schon was ein. Das Kreuz habe ich schon gefunden, das ist doch da hinten. Mal noch ganz kurz abspeichern. Denn eben gerade ist das Spiel nämlich mal wieder abgestürzt. So, das Kreuz ist doch das hier. Hetzli ist ziemlich jung, um so viel Verhandlung. Hast du was? Ja, Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal. Funktioniert. Ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Station 2. Jesus stürzt das erste Mal. Hier ist eine Inschrift. Ambulate dum lucem habetis. Geh, während du Licht hast. Okay, jetzt soll ich also die gleichen Stationen abrackern. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ach so, da muss ich jetzt irgendwie den Lichtstrahl da jetzt da oben in die Linse da oben rein projizieren. Okay, gut. Das werde ich dann wohl auch noch hinkriegen. Denke ich mir einfach mal, dass es dann... Ja, genau. Das war's. Das war ja einfach. So, ist denn hier noch irgendetwas, was ich gebrauchen kann? Nein, hier ist nichts mehr. Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Oh Mann, wo kommen die Alter? Was soll die ganzen... während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Die ganzen... Ein Hinweis. Oder eine Drohung. Darf ich jetzt auch mal was sagen? Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Der Spiegel ist staubig. Ich helfe dir rauf. Ah, Jonah, du bist ein guter Freund. So, jetzt bin ich ganz aus dem Konzept gekommen, was ich eigentlich sagen wollte. Hey, hat geklappt. Das Licht zeigt da entlang. Jonah, lauf mal nicht so schnell vorweg. Denn man weiß ja nicht, was da jetzt kommt. Denen passiert. Das Licht muss etwas aktiviert haben.
Bist du in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Okay. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ja, gut. Kreuzwegstation hin, Kreuzwegstation her. Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Sieht aus, ob das vielleicht einer von Trinity gewesen sein könnte. Nee. Nee, doch nicht. So, kann ich mir jetzt die Freske hier auch nochmal angucken? Nee. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Gut, dann. Diese Leute wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Da ist eben gerade was aufgegangen. Das hatte ich jetzt eben gerade übersehen. Ah ja. Ich habe so das dumme Gefühl, dass ich gleich aufgespießt werde. Deswegen speichere ich mal lieber ab. Denn ich glaube gleich endlich wieder Tschaschlik. Sag ich doch. Muss Station 4 sein. Sehen wir uns mal die Fresken an. Okay, gut. Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Gut, dann probiere ich das aber mal. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Andersherum. Aber da werde ich doch jetzt unter Garantie auch gleich wieder aufgespießt, oder? Egal, scheiß drauf. Nein, geht schon was richtig. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Nun gut. Oh, das ist ja echt unheimlich hier so. Überall Leichen und Kreuze und. Oh. Bah. Oh, Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ja. Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Mhm. Okay, jetzt. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Gut, ich nehme an, dass ich jetzt. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Sie heben ihn hoch. Das ist widerlich. Sie tragen ihn. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Gut, dann gehen wir nochmal da drüben. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Jesus wird ans Kreuz genagt. Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Er trägt das Kreuz. Okay, jetzt mal gucken. Ja, ich weiß jetzt ganz ehrlich gesagt nicht,
Ja. Was muss ich denn jetzt nun machen? Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ja, gut. So, was, das war ja jetzt... Jesus wird ans Kreuz genagelt. Ja, nee, Quatsch, das ist ja... So. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Dann müsste das hier eigentlich Station 1 sein. So, jetzt bewege ich einfach mal das Teil hier. Passiert irgendwie nichts. Gut. Da passiert jetzt das kein Licht, also. Also das Ding bewegt sich immer gar nicht. Gut. Da muss ich mal nach drüben gehen. Mal gucken, ob ich hier mehr Glück habe. Vorne an dem Kreuze kann ich ja auch nichts machen.